Willkommen zurück in Dragon Age Origins. Beim letzten Mal sind wir hier irgendwo stehen geblieben. Und jetzt ist da vorne eine Statue. Komisch. Und ein Bronto. Warum ist hier unten ein Bronto? So, ja, wo geht's überhaupt dahin? Codex aktualisiert eine weitere Statue. Geschichte von Orsamar, Kapitel 1. Okay. Ein Bronto und ein Genlock. Zwei Genlocks. Wohin kannst du den Bronto versetzen? Bereit? Natürlich nicht. Ja, sofort. So. Da kommt schon sehr schön so. Und unser Codex war da gewesen. Yay! Sehr schön, sehr schön. So. Wo geht es denn hier hin und von dort kommen wir gerade? Jorten, würde ich mal sagen. Wo geht's denn da hin? Tiefen Wege. Eine Wegmarkierung. Die dunkle Brut hat uns aufgespürt. Und ja. Ich werde es tun. Jetzt, das ist doch auch ebenfalls wieder eine Falle. Also wenn wir von da vorne kommen. Also wenn wir weiter geradeaus gehen, das ist ein großer Raum. So wie es schon ausschaut. Hey. Und Leute, ihr bleibt mal bitte hier stehen. Ihr bleibt mal bitte. Leute, ihr. Eine Falle. Direkt vor uns. Bleibt mal bitte da stehen. Danke. So. Und wo ist der Stolperdraht? Dort. Sehr schön. So, ich würde dann mal sagen. Ich werde es tun. Aua. Leute, ihr geht denn mal bitte alle auf die Genlocks los. So, ich lasse euch frei und ihr geht bitte auf die Genlocks. Wie ihr meint. So ein schwacher Wundumschlag, sehr schön. Das hilft natürlich nichts. Seid vorsichtig. Na kommt schon. Du gehst auf den Genlock gesagt. Genau. Liliana, du gehst denn ebenfalls darauf. Sehr schön. Und warum zum Henker kann ich nicht. Warum wird Liliana nicht geheilt? Ach so, wegen dem Fluch. Okay, das erklärt's. So, ansatzweise. So. Hat Win nicht die Fähigkeit, Gruppenmitglieder auferstehen zu lassen? Oder so? Buja! Gruppenheilung? Wie ihr meint. Sehr schön. Und irgendeine Auferstehung hatte ich doch, oder nicht? Ja, sofort. Ja, Wiederbelebung. Da haben wir es doch. Liliana, du stehst immer bitte wieder auf. Und gehst auf. Bereit. Ja, ebenfalls diesen Genlock. Meine Magie bringt es hinter uns. So. Buja. Denn der nächste Genlock da vorne, bitte. Ah, noch ein Teller Eisen. Okay. So, unfairer Kampf. Sehr schön. Und die Jungs räumen da hinten auch mal so schön auf. Ja, die Mädels wollen auch mal unseren Spaß haben. Sehr schön. Und noch mehr Dunkelblut. Yay.
Schaden? Nichts? Okay. Dämmer wieder die eisige Berührung der Steinfaust, genau. Ebenfalls darauf gehen, sehr schön. Und jetzt auf den Brocken, bitte. Na komm schon. Sehr schön. Und auf den Gendorf noch. So. Dann mal schauen, was die Herrschaften für Gegenstände bei sich tragen. Na, was hast du? Säurebeschichtung. Sehr schön. Kann man immer gebrauchen. Die Inschrift dieser Statue ist so stark beschädigt, dass du sie nicht lesen kannst. Okay. Hätte es sein können, dass ich die Inschrift entziffern kann. Aber muss ja nicht immer sein. Muss ja nicht immer sein. So, 19 Silber. 22 Silber. Auch nicht schlecht. Ja, natürlich. So, hier in diesem Gebiet haben wir die Möglichkeit, gleich drei Wege zu gehen. Entweder gehen wir den normalen Weg weiter. Der würde denn Richtung gerade durchführen. Genau in die entgegengesetzte Richtung. Ja, da ist natürlich nichts drin. Dann hätten wir die Möglichkeit, weil da, wo der Bronto war, ist noch eine... Oh, ein Totem, das können wir Stan geben. Das ist ein Geschenk für Stan, sehr schön. Denn da, wo der Bronto ist, ist ebenfalls ein Durchgang. Ein kleiner. Und da, wo die Dreiertruppe eben abgedüst ist, da wäre auch noch ein Durchgang. Und zwar da oben, genau, gerade durch, also rechts, nicht da längs, sondern in die andere Richtung oder darunter. So, und ich würde mal sagen, wir gehen, ja, genau so längs. Erstmal nach links und dann dem Weg folgen. Und Handy, du bist jetzt... Sag mal, Handy, du bist jetzt ruhig. So. Genau, und nochmal bitte. Sehr schön. So, und falls ihr euch wundert, warum von Chris, also von dem Zwerg, die Waffe so schnieke blitzt, oder von Alistair, die Waffe auch so schnieke blitzt, das liegt an Runen. Also, wir treiben ja im Laufe des Spiels ja mehrere Runen auf, und ja, die habe ich in diesem Spielverlauf, die zwei Parts, die weggelöscht wurden, versehentlich. Die, da habe ich das Runenschmieden erklärt. Und ja, die Gruppe geht mal bitte auf den Genlock-Gesandten. Sehr schön, denn darauf, sehr schön. Jupp. Wie ihr meint. Und Kreischer, noch besser. So. Und die Masse ist gelegt. Sehr schön. Na komm schon. Sehr schön. Sind wir mal auf den Gendorf-Löffel, bitte. Genau. Wird erledigt. Und... ja, das war's eigentlich in dem Raum schon. Komisch eigentlich. Eine verschlossene Truhe. Fähigkeit unzureichend. So. Ja, das liegt daran, weil Liliana ein Debuff hat. Und zwar den gespaltenen Schädel. Wird erledigt. So, gespaltener Schädel. Abzug auf Klugheit. Verwende eine Verletzungsausrüstung oder suche das Lager der Truppe auf, um diesen Debuff entfernen zu können. So. Da brauchen wir einfach nur bei einem Debuff eine schwache Verletzungsausrüstung. Und schon können wir die ganzen Truhen wieder öffnen. Yay, Feuerblitz und Wie Holz. Ihr meint. Großer Schild der dunklen Brut und ein Granat. Auch nicht schlecht. Was hat der Gesandte? Dämonensekret und Oberflächlergriff. Auch nicht schlecht.
Ehre des Oberflächlers. Kodex aktualisiert. Idiot folgte uns schon seit 3 Tagen, aber was soll ich tun? Eine Stadtwache könnte ihn sicher verhaften, weil er so ein verdammter Trottel ist. Aber es gibt keine Gesetze dagegen, in den Gräben den eigenen Tod zu suchen. Hier unten gibt es überhaupt kein Gesetz. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ihn selbst umbringe, wenn er unsere Patrouille gefährdet. Aber schweigsam ist er. Das muss man ihm lassen. Oberflächler glauben normalerweise, dass es nach dem Ende einer Verderbnis überhaupt keinen Dunkelberuf mehr gibt. Warum liegt gerade dem nun etwas daran, dass sein Sieg die sie zurücktreibt vor unsere Türschwelle? Es ist seine Sache, ob im Licht gegen sie anzutreten, aber im Dunkeln, wo sie leben, das wird ihm schwer zusetzen. Oder das Lyrium erwischt ihn vorher. Auch nicht schlecht. So, zerbrochene Truhe. Der Griff, da kriegen wir den richtigen Griff hinterher. Das war eigentlich nur das ansatzweise Quest-Item dafür. Im späteren Verlauf kriegen wir das Heft, die Scheide und eigentlich so die gesamten Sachen für den Griff. Ja, für das Schwert. Und da kommen wieder noch ein paar Kreischer. Und ein Ogre Alpha. Ja, erstmal auf den Kreischer. Win, darf ich bitten? Ogre ist erstmal egal, dann gehst du hier erstmal da raus. So. Zerbrochen, sehr schön. Ja, die schwachen Gegner, die sich zerbrechen ganz schnell, wenn die vereist sind. So. Und der ist auch vereist, sehr schön. Sieh dich vor. Na? Das geht natürlich nicht. Schade eigentlich. Und Liliana darf den Ogre erlegen. Buja. So. Irgendwie hatte ich den allerersten Ogre-Kampf etwas epischer in Erinnerung. Nun ja. Da wussten wir ja auch noch nicht die Schwachstelle von denen, dass es Eis ist. Eine Seelenfresserbombe, sehr schön. Die können wir denn auf die stärkeren Gegner werfen. Wie ihr meint. Säurefläschchen, sehr schön. So, gehen wir jetzt da links weiter oder... wo geht's denn hier weiter? Zu einem zerbrochenen Stein. Was hat denn dieser zerbrochene Stein für uns dargeboten? Feuerkristalle. Auch nicht schlecht. So, Chris, du bist der Gruppenanführer. Du gehst auch an erster Stelle, bitte. Auch wenn das eigentlich Alistairs... Alistairs Aufgabe wäre, weil er ist der Tank der Gruppe. Und der Tank geht immer an vorderster Front. Oh, ja, du bist der stärkste DD der Truppe, der größte Macker. Die anderen können dich mal so gesehen. So, und da sind wir schon auf der anderen Seite angekommen. Genau. Da geht's nämlich zu den Ortenteig, wo wir als nächstes hingehen werden. Wenn wir das Gebiet hier abgeklappert haben. Und da geht es jetzt mal erstmal in diesen Raum hier rein. Ich frage mich, was da kommt. Ich denke mal, dunkle Brut. Und kleiner blutiger Sack. Ja, die kleinen blutigen Säcke, das sind... Eine Falle. Direkt vor uns. Wo? Tellereisen. Ihr könnt mich um alles bitten. Ja, dann entschärft das Tellereisen, bitte. Tellereisen. Na gut, das geht jetzt nicht mehr. Na? Ah, egal. Sehr schön. Natürlich kann ich das Tellereisen hier im Boden nicht entschärfen. Schade eigentlich.
unsere mal auf den Zwerg hier. Sehr schön. Jetzt hast du ein Problem. Komm schon und hol's dir! Und noch ein paar Gegner. Tiefenlaura. Yay, das sind... die zahme Variante haben wir schon mitbekommen. Bin dran. Aber ich sag's mal so, wie es ist. In Scharen können die einen auf den Sack gehen. Und zwar sehr auf den Sack. Oh, Silber. Nicht schlecht. Noch mehr Silber. Ein Granat. Auch nicht schlecht. Ja, und ich kann das Zelleisen doch entschärfen. Sehr schön. Ich dachte, das geht nicht, weil das im Boden verbuggt war. Hm. Dann war das halt eben ein gut verstecktes Tellereisen. Kleiner blutiger Sack mit einem kleinen Rumpf in einem Sack. Kodex aktualisiert. Wird erledigt. Okay. Ich denke ganz einfach mal, dass die ganzen Sachen, weil ja, im anderen Part hatten wir auch schon einen Sack, einen kleinen blutigen Sack gehabt mit Teilen drin. Und es ist zwar etwas makaber, aber ja, da kann man auch nicht so wirklich was gegen machen. Denke ich mal. Und ja, dieser kleine blutige Sack ist ein indirekter Questgegenstand. Wenn wir alle blutigen Säcke, also alle kleinblutigen Säcke eingesammelt haben, können wir auch ja, die Quest abgeben. Und dadurch können wir dann eine kleine Belohnung abstauben, denke ich mal. Und wie schon gesagt, in Massen können die einen auf den Keks gehen, wie man laut sieht. Na komm schon. Sehr schön. So, das muss es jetzt aber gewesen sein. Oder nicht? Nein, natürlich nicht. Hier sind noch mehr Tiefenlaura. Es ist ja nicht so, dass diese Viecher mir gerade so was von auf den Sack gehen. Aber laufende EP sind auf jeden Fall. Na? Sehr schön. Das geht natürlich nicht. Dann halten wir hier rauf. So. Sehr schön. Da hinten haben wir, denke ich mal, noch einen. Ja, einen weiteren Tiefenlaura. Und hier haben wir lauter Tiefenlaura-Nester. Also das bedeutet, dass sie auch ein Anführer sein muss. Oder eine Matriarchin, oder wie sich die Alpha-Tiere auch nennen. Wie ihr meint. Ein Sarkophag. Massiver Zwergenschild und metallener Großschild aus rotem Stahl. Okay, warum lässt man sich denn bitte inmitten von Tiefenlauern begraben? Das verstehe ich nicht so ganz. Jupp, war klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, als ob ich mich das Schild auch begraben könnte. Und mir fällt gerade so eine indirekte, ein indirekter Zusammenhang mit Tiefenlaurern und Hühnern auf. Die gackern auch rum, wenn die sterben. Das Lager der Herumtreiber. Sehr schön. So, Quest aktualisiert. Aber, ja, da haben wir sie schon. Die Tiefenlaurer Matriarchin. Das ist die Mutter. Und ich bin denn so gesehen der Mann mit dem Koks. Falls wer das Lied noch kennen sollte.
So, Wendy, vereis die mal bitte. Grafie. Und dann der Schein raus. Genau. Nochmal vereisen. Das ging diesmal nicht. Ah, schade. Sehr schön. Und? Na? Jetzt haben wir es aber geschafft. So. Kettenrüstung. Nice. So, da haben wir das Lager der Herumtreiber. Auch nicht schlecht. Und dann gehen wir mal zu diesem Lager hin, würde ich mal sagen. Und danach beenden wir den Part. Ja. Also manchmal frage ich mich, warum ich so oft die Karte aufmache, wenn ich wenn ich das jetzt kommentiere, frage ich mich, was für Mist stelle ich da denn bitte die ganze Zeit an? Und ja, so bin ich halt. Ja, die nächste rechts, Himmelherrgott nochmal. Ich spiele hier irgendwann mal Navi-Sounds ein. Und ich rede jetzt nicht von... Ja. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.